Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Format. M-Point Professionals stellen sich vor. Meine heutigen Gäste, ja, da sehe ich, bekomme ich schon Lacher. Meine heutigen Gäste sind die Opernloft Yvonne Bernbohm und Thomas Rauch. Hallo, ihr beiden. Moin, moin. Ja, freut Moin. Mich sehr. Moin. große Klasse. So, jetzt sind wir schon mal im Thema drin. Wir nutzen das mal gleich. Opernloft. Im Vorgespräch hast du mir gerade erzählt, du bist gelernte Opernsängerin und hast dann irgendwo deinen Traum verwirklicht, ein eigenes Theater zu machen. Erzähl mal ganz kurz die Story. Ja, also tatsächlich vor 20 Jahren habe ich gemeinsam mit Inken Rahat, oder eigentlich vor 22 oder 23 Jahren, die Idee gehabt, Oper für alle zu machen, aber insbesondere Oper interessant werden zu lassen für junge Menschen. Damals war ich ja Mitte 20, so gerade vom Studium. Und die Idee dahinter ist, die Oper nicht aussterben zu lassen. Denn wir haben beide so ein bisschen gesagt, wir haben so, immer so ein bisschen Singen im Silbersee. Ja. ja, tatsächlich war das so, das Publikum war älter. Die Generation, die sich für die Kunstform Oper interessiert, ist älter gewesen. Und da haben wir gesagt, man muss einen Weg finden, die Oper interessant werden zu lassen. Und da haben wir gesagt, zum einen muss man sie erstmal runterkürzen und ins Heute setzen, sodass sich eben junge Menschen damit identifizieren können mit dem. Okay, die Thematik ist ja, wir haben ja verschiedene Opernhäuser, auch hier in Hamburg, Opernhaus, das ja sehr das Publikum doch eher nicht das junge Publikum ist, sondern doch eher etwas gesetzter. Und ihr habt jetzt gesagt, wir machen neue Formate, wir kürzen es ein, haben die Highlights natürlich drin, was die Oper halt eben auch so bietet und entwickeln da eben neue Formate dann dafür. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, in den 20 Jahren, in denen ihr habt ihr verschiedene Standorte in Hamburg gehabt, unter anderem wart ihr bei Springer, genau, erzähl das nochmal kurz. Ja, also wir haben vor 20 Jahren haben wir wirklich mit ganz viel Unterstützung haben wir unsere erste Probebühne damals in der Conventstraße, das kennt man auch in Wandsbek, bei dem Club H1 oben im dritten Stock haben wir mit ganz viel Eigeninitiative unsere Probebühne ausgebaut zur Spielstätte damals mit 99 Plätzen. Dann reichte das irgendwann nicht mehr aus. Dann sind wir umgezogen ins Axel Springer Haus, haben uns verdoppelt auf 200 Plätze, hatten immer eine sehr gute Auslastung da. Ja, und leider wurde das Haus dann irgendwann abgerissen. Ne? 2015 mussten wir da raus. Und dann hatten wir den Plan, eigentlich mit in die Theaterfabrik da am Wiesn da mitzukommen. Und dann gab sich aber die Konstellation eher, dass wir uns um das Fährterminal beworben haben. Und somit sind wir dann 2018 in dieses wunderbare Fährterminal, also Alter England Fährterminal, eingezogen. Okay. Haben das auch sehr lange umgebaut. Haben auch sehr viel investiert hier in den Raum. Ja, und jetzt sind wir seit November 2018 war die Eröffnung hier und sind sehr, sehr glücklich hier mit uns. Ihr seid ein gemeinnütziger Verein, der mit sehr viel Herzblut die Opernloft betreibt. Was heißt das? Wir sind ein Unternehmernetzwerk. Können wir zu euch kommen? Welche Formate, was ist im Moment in der Vorbereitung, was wird inszeniert? Was macht ihr gerade? Ja, also unsere Formate, wir haben unterschiedliche Formate. Also wir haben natürlich auch in der Corona-Zeit Formate entwickelt, weil da konnte man natürlich nicht das machen, was wir eigentlich machen. Ich erzähle mal einmal ganz kurz, was wir eigentlich machen. Also unser Schwerpunkt, also da, wo wir uns so ein bisschen etabliert haben, ist, dass wir Event-Oper machen. Das heißt, wir bringen die Oper direkt unter die Menschen. Das heißt zum Beispiel, unser La Traviata ist es so, dass unsere Spielstätte, es fängt im Foyer schon an, zu einem großen Casino umgebaut wird. Und die Menschen können an den Tischen, Roulette-Tischen spielen und ja, und dann geht es los, dass die Oper startet und die La Traviata zum Beispiel auf dem Roulette-Tisch sitzt und die Menschen sitzen halt drumrum und erleben Oper wirklich hautnah. So. Cool. Wann ist da die nächste Vorführung? Die nächste Vorführung ist nächstes Wochenende, also in 2 Wochen sozusagen. Theaternacht und dann kommt La Traviata. Und da hätten wir noch Plätze frei. Herr Wohlmann, Thomas, schön, dass du dich einschaltest in die Geschichte. sie ist der Mittelpunkt. Ja, das ist klar. Aber was machst du dabei? Du bist so ein bisschen Marketing mit dabei, ne? Ja, ich war mal hier zu Gast, denn die Räumlichkeiten kann man auch mieten. Und bei meinem vorherigen Arbeitgeber hatte ich die Möglichkeit, Kunden hier einzuladen, ein Kundenevent hier durchzuführen.
Und das hat mich so begeistert, dass ich dann später, wie ich eine neue Herausforderung suchte, mich mit Yvonne getroffen habe und sie sagte, Mensch, komm doch an Bord, hilf uns, das Opernloft noch bekannter zu machen. Ganz genau. Okay, Kultur ist ein Riesenthema, denke ich. Es ist ja auch so ein bisschen, auch wenn es im Moment vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber in der Zukunft, wenn man so ein bisschen visionär hinausdenkt, was machen wir in der Zukunft mit unserer Zeit, wenn die Menschen, wenn Maschinen unsere Arbeit machen, haben wir mehr Zeit, somit wird Kultur irgendwo nach vorne kommen. Da seid ihr ja schon gut im Trend. Was würdet ihr euch denn so wünschen, wie das mit eurer Opernloft weitergehen könnte? Mehr Zuschauerzuspruch, was liegt euch da am Herzen? Ja, also es ist ja so, die Events sozusagen, die machen wir ja auch im gemeinnützigen Verein, also nicht in dem Betrieb, sondern das ist ja, der Verein ist ja unterteilt in unterschiedliche Betriebe. Und die Events, die sind ja ausschließlich wirtschaftlich orientiert, das muss man ja auch sagen. Ja. Und das Schöne daran ist aber, dass wenn man bei uns unsere Räumlichkeiten mietet, wir sind ja auch eine Premium-Location, dann fließen die Gewinne aus diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb direkt in den gemeinnützigen Zweck. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Das heißt, auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr bei uns bezahlt für ein Event, ist es so, dass man sagt, okay, man unterstützt aber damit unseren Satzungszweck, das ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung von jungen KünstlerInnen. Das ist also sozusagen der oberste Satzungszweck. Der zweite ist dann eben die Förderung von der Kunstsparte Oper. Ne? Das sind zwei Teile, die der Verein halt sich auf die Fahne geschrieben hat. Und mit den Events unterstützt man halt unseren gemeinnützigen Zweck. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Okay, das muss man wissen. Das heißt, wenn jemand ein Event bei euch macht, ihr organisiert das dann auch? Ist dann auch, kann das auch mit Musik dann sein? Irgendetwas? Also das kann gerne mit Musik sein. Das machen wir natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Das haben wir auch schon öfter gemacht, dass wir so einen kleinen, also ein Format, hatte ich ja gerade gesagt, ist sozusagen die Event-Oper. Ein anderes Format ist zum Beispiel unser Opern-Slam, den man auf Firmen auch direkt zuschneiden kann. Da gibt es dann unterschiedliche Kategorien und das nutzen die Firmen sehr gerne, um eben ihre eigenen Kategorien auf die Leinwand, das wird dann immer so übertragen, zu projizieren. Und wir suchen dann entsprechende Themen raus, die ein Opernthema sind, für die vielleicht ein Musical-Thema sind und singen dann sozusagen zu den einzelnen Kategorien. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil es ist sehr, sehr auf die Firmen dann auch zugeschnitten. Okay, gut, tolle Idee. Wie viele Inszenierungen macht ihr so im Jahr? Also in einer Spielzeit machen wir mindestens 4. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir es nicht so ganz geschafft, weil natürlich die Möglichkeiten waren doch sehr begrenzt und wir starten jetzt wieder los und hoffen, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind. Ne? Das war jetzt übrigens auch der Corona-Trend war so ein bisschen, dass wir weggegangen sind von Event-Oper, weggegangen sind von Slam und hingegangen sind zu herkömmlichen Theater, 2 Sänger oder 3 Sänger stehen auf der Bühne und es ist wirklich eine Trennung da zwischen Zuschauerraum und Bühne. So, man muss sich auch diesen riesen Abstand von 3 Metern lassen. So, aber unser Ziel ist es wirklich, Event-Oper zu machen, das heißt, die Oper nah an den Menschen zu bringen. Okay, die nächste Veranstaltung ist Samstag in einer Woche, ne? Hatte ich das so richtig verstanden? Ja, jetzt ist erstmal, was sehr, sehr schön ist, ist, am Samstag läuft ja die Hamburger Theaternacht und dafür muss ich auch nochmal unbedingt Werbung machen. Ja, unbedingt, ja, okay. Ich hörte davon, dass der Kartenverkauf leider nicht ganz so gut läuft. Das ist ja in ganz Hamburg, man kauft sich ein Ticket und kann in jedes Theater gehen in Hamburg. Also alle Theater öffnen sich und man kann mit den HVV oder in den Bahnen kostenfrei in die Theater fahren und kann jedes Theater mal so ein bisschen angucken. Das ist wirklich eine tolle Sache. Also Menschen, Leute, Gäste, kommt und guckt euch das an. Was erlebt man bei euch bei der Theaternacht? Habt ihr eine Vorstellung dann? Ein Opernslam-Marathon. Also das heißt, Opernslam-Marathon. Oh gut. Der wird sozusagen die ganze Nacht laufen. Also von 19 Uhr bis 23 Uhr läuft Opernslam. Man kann kommen und gehen und sich unsere Räumlichkeiten angucken. Und wir sind auch bisher immer sehr, sehr voll gewesen bei der Theaternacht. Das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Okay. Und hat uns auch nochmal sehr viel Publikum, sehr viel neues Publikum gebracht. Also dafür nochmal Werbung und dann da drauf die Woche. Da läuft unsere La Traviata. Das ist wirklich die Event-Oper, von der ich auch schon sprach eben. Ganz tolle Sache. Ein paar Karten gibt es noch. Nicht so sehr viele mehr, aber ein paar gibt es dafür auch. In welcher Preiskategorie bewegen sich solche Karten bei euch? Was kostet sowas? Also die liegen so im Durchschnitt liegen die so bei 30 Euro. Ja, das ist überschaubar, ja. Also zwischen 30 und 60 Euro, das ist so die oberste dann.
Super, also das ist jetzt Samstag in einer Woche, La Traviata, jetzt am Samstag der Opernslam, die Opernnacht. Genau. Und Thomas, nochmal ganz kurz eine Frage an dich. Ja, Wir gerne. haben uns ja kennengelernt, du bist dem Netzwerk beigetreten. Hast du das mittlerweile einstellen können? Weil wir wollen ja auch ein bisschen Werbung für euch machen. Mehr im Inventarium bei uns mal schauen. Bist du da noch dran? Ja, bin ich noch dran und ich Gut. bin auch mit der lieben Kollegin in Kontakt. Super. Wir werden jetzt regelmäßig dort Events einstellen, um Gut. die Mitglieder von M-Point dafür zu begeistern. Zu sensibilisieren, da mal in die Spontanoper und Kurzoper neue Formate. Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann schon mal sagen, ich komme am Samstag und ich komme Samstag auch nochmal. Ich muss das einfach mal erleben. Man muss einfach mal dabei sein. Darf ich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch bedanken. Von daher, auch an meine Zuschauer, wer hier einmal Endpoint Talk, Endpoint Professionals mit mir machen möchte, einfach kurz www.endpoint.biz könnt ihr uns auf die Website kommen und dann mir eine Mail schicken, dann seid ihr auch mit dabei. Von daher, ganz, ganz herzlichen Dank, bis nächstes Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.